Deutschland. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab. Der Vogel braucht man sich nicht erholen. Warum nicht Eva Salz? Weil du einfach nur so ein Vogel bist. Und was bist du für ein Tier? Ich? Also ich bin auf jeden Fall ein schlaues Vieh als du. Okay, was ist denn zum Beispiel ein schlaues Vieh? Erklär mal. Ach, jetzt musst du googeln. Was ein schlaues Vieh ist? Es gibt einige Viecher, die schlauer sind. Zum Beispiel, dann nimm mir doch mal einen. Hör auf, so viel zu quatschen, geh arbeiten, hör auf, uns auszunutzen. Wie oft soll man dir das sagen? Bist du so blöd, um das zu verstehen, oder was? Hey Eva, wann ist die Berliner Mauer gefallen? Nur in 89. Ignoriert mich einfach. Wann? 89. Am 3. Oktober. Dankeschön, Chris Lietz, vielen Dank. Aber das Ding kommt ja alles an den scheiß Sozialschmarotz. Ihr braucht mir ja nicht schenken. Eva is back. Geil, Alter. Eva is back. Komm, Eva, komm runter. Das bringt hier Eva, ja nicht. Ich hab gestern einen 20 Minuten... Ich hab gestern alles gut. Ich hab den gestern schon auseinandergenommen. Schade, dass krass, ja. Okay, also wenn du das aus... Also ich habe gestern das Video geschnitten noch abends. Das geht 20 Minuten und 23 Sekunden. Das kommt... Sehe ich das auf YouTube, sag ich dir, Freundchen, dann ist eine Anzeige raus. Ich schwöre auf meinem... Das Video ist schon fertig. Guck mal, du kannst es dir sogar anhören jetzt. Ich habe das Video schon fertig geschnitten. Guck. Warte es dir. Das Video heißt... Warte mal, das Video heißt... Steuerzahler streut Salz. Wage dir Gott, guck, dass du das postest. Wie heißt das? Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab. Wollt ihr in eurem Leben mal vernünftig arbeiten, dass ihr so über die Arbeitnehmer so mehr... Ganz einfach, dann zeig das ruhig. Genau so ist es. Das Video geht... Der Arne so zu lachen. Sei mal ganz kurz ruhig, sei mal bitte ganz kurz ruhig, ganz kurz. So ist der Anfang meiner du Videos. Du denkst auch nur, du bist stark mit deinen Tripplern. Ja. Leute, so fängt mein Video an. Deutschland, mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab. Wollt ihr in eurem Leben mal vernünftig arbeiten, dass ihr so über die... 20 Minuten Video kommt. Weißt du was? Ich glaube, ich lade das sogar morgen hoch. Ich schwöre, ich glaube, ich lade das sogar morgen hoch. Wallah, ich lade das morgen hoch. Scheiß runter. Doch, ich glaube, ich lade das sogar deine morgen. Glatze runter. Ich lade das sogar morgen hoch. Jo, du bist auch drinnen, ne? Nein, er ist nicht. Er nicht. Er hat ein anderes Video. Du bist auch Video. YouTube drinnen. Nee, ich bin nicht im YouTube drin. Doch, bei 3 Videos. Du? Und ich habe noch. Ach ja, und ich habe auch noch von dir auch Wahrsagerfans. Ich habe 3 Videos schon von dir. Da heißt sogar eins. Warte, das habe ich gestern noch bearbeitet. Ich schwör's dir hoch und heilig, wenn doch, du mich aufhörst. Wahrsager wie Beef. Da ist das Video. Du wirst das bereuen, hör auf mich hier anzuschreien, ich bin hier da. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab. Ja, Gabriele, wie kann ich dir helfen? Das reicht langsam, das reicht wirklich mit dir, Tommy. Ach, ihr seid alle drin, jeder von euch kommt auf meinen YouTube-Kanal. Yeah. Ja. Ihr mit eurer frauenfeindlichen Art, oder was? Nenn mir einen Satz von mir, der frauenfeindlich war. Naja, bester Kumpel, der Tripler. Ja, das musst du ihm sagen, das interessiert mich doch nicht, was er macht. Das ist doch nicht mein Problem. Ja, ist dein Content und du lässt ihn dir so versauen. Genau, so ist hallo, es. Hallo. Ich hab mal eine Frage. Ja, bitte, Almani. Ja, was denn? Wenn du einen Vergewaltiger unterstützt, ja, hörst du nicht genauso wie er abgeschoben oder kannst du das denn beweisen, dass er das gemacht hat? Ich frage nur, wenn er Tatsache entspricht, dass du in einen hilfst. Ist doch ja genau der gleiche Fall, du Assi. Ich weiß nicht, was du meinst. Naja, dann, ich glaube, du hast deine Haare zu viel geschnitten und deine Hirnzellen geschrumpft sind. Emilia, das ist mir scheißegal, wer hier frauenfeindlich war und wer nicht. Der Rüganer. Was ist denn dein Problem, Eva? Ja, heute Max. Nicht so viel genug. Er ist genauso frauenfeindlich, indem er hier sagt, hier die Monika soll an die Kasse. Sei froh, dass du überhaupt Essen kriegst. Sei froh, dass du überhaupt Zähne hast. Und du bezahlst genauso Steuern, wenn du mal nach Daten nachdenkst. Ne? Hartz, Lino und Scheiß hast du, Asiat. Steuern, du wenn du einkaufst, Mehrwertsteuer. Ich zahle gar keinen Cent Steuern. Klar bezahlst du mit Steuern, die Mehrwertsteuer. Quatsch. Genau so ist es. Wenn Fatih da wäre, dann wäre er ja schon längst weg. Wüsste ich jetzt nicht, was du meinst. Hab 30 Minuten Aufnahmen von Wahrsage, keine Sorge. Videos von sind schon alle fertig. Ich habe YouTube-Content bis 2025 schon fertig. Das ja, das werden wir noch sehen. Ja. Aber ich sag mal so, ich hoffe, dass du bis 2025 nicht im Knast bist, mein Lieber. Warum? Aufgrund? Was? Merk dir einfach meine Worte. Du hast 1-2 Fehler in den Videos gemacht, wo du mich erwähnt hast. Ich hab dich im Auge, glaub mir. Viel Spaß. Gerne, ich freue mich. Ja, kannst du dich gerne im Knast freuen. Kein Problem, dann gehe ich auch live.
Alles gut, Anzeige ist raus, wenn du einmal dein Handy hast, ne? Yeah, genau. Ich habe sogar zwei iPhones, für mich kein Problem. Wow, ich brauch gar nicht so dumm in den Kommentaren zu lachen. Nee, Eva, du hast 10 iPhones, du hast 10 iPhones. Ich habe 3 iPhones. Okay, dann mach jetzt, dann mach mal deine Kamera an und zeig mir die mal bitte jetzt. Warum soll ich mit dann meine iPhones also lügst du jetzt nur? Nö, ich hab's iPhone 8 und das iPhone 11. Boah, iPhone 8 und 11, das sind beide Handys, die waren vor Steinzeiten. Und? iPhone 8 und 11. Ich bezahle mir wenigstens meine Geräte selber. iPhone 15 Pro Max und das zweimal. Ihr seid krank. iPhone 8 und 11. Könnte ich auch jederzeit holen. iPhone 8 und 11 und sie geht sogar arbeiten. Schämt euch, Mann, Walla. iPhone 8 und 11. Sie hat iPhone 8 und 11. iPhone 8 und 11. Oh mein Gott, ich habe zweimal iPhone 15 Pro Max. Was will ich mit deinem iPhone 8 und 11? Das ist ja auch eine nachgemachte Scheiße von 14er. Ist egal. Ja, lass nur. Ist egal. Funktioniert dein iPhone 8 noch? Kannst du noch telefonieren damit? Ich stopp nur Scheißdreck an. Also nein. Klar. Hast du AirDrop? Was habe ich? AirDrop. Nö, was soll ich mit dem Scheiß? Das hat jedes iPhone. Warum lügst du? Also hast du gar kein iPhone. Ja, habe ich ein iPhone. Natürlich hast du kein iPhone. Und klar habe ich ein iPhone. Okay, wie viel Speicher hat denn dein iPhone 8? Wie viel Gigabyte? Weiß ich nicht, weil es als Ersatzhandy im Schrank liegt. Hä? Wie? Na, hast du mich schon richtig verstanden? Ich habe nicht verstanden. Ich sehe da so ein überteuertes Drecksding kaufen wie du. Ich kann es mir ja leisten mit meinem Bürgergeld. Du ja, anscheinend ja nicht. Mit deinem Sozialschmarotzgeld oder was? Ja, aber du gehst arbeiten, du kannst es dir nicht leisten zum Beispiel. Ich kann es mir leisten, ja, aber ich gebe mir ein Geld mehr fürs Kind aus als für mich. Okay. Jo, 1200 selber. Für was gibst du das denn von deinem Kind aus? Was hast du deinem Kind denn jetzt letzten Monat gegönnt? Mehr als genug. Ja, auch ein iPhone 5 oder was denn? Mein Kind ist noch nicht so alt, dass ein Handy braucht. Ja, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, du sagst ja, du hast dein Kind, das Geld gibt's für dein Kind aus. Was hast du dein Kind denn jetzt gekauft? So, weil du sagst ja, das Geld gibt's für dein Kind drauf. Was hast du denn bezahlt? Das Wichtige, was für das Kind ist, sind Klamotten, Essen, Kühlschrank und, ja, und das kann, das Schuhe. Ist doch jetzt nichts Teures, doch nichts Besonderes. Das bist du mit 300 Nein, Euro. Nein, ist nichts Teures. Okay, was trägt dein Kind denn für Klamotten? Oder was? Okay, was trägt dein Kind denn für Klamotten? Wie dich ein Scheißdreck an. Also Kick. Nee, mit Sicherheit nicht so eine Billigscheiße. Warum ist das denn Billigscheiße? Kick ist doch auch ein normaler Discounter. Der Chef ist Multimillionär von Kick. Was jetzt mein Kick ist verwerflich? Kick ist der letzte Rotz. Warum? Weil es einfach nur Schrotz ist. Kannst du mir denn irgendein Oberteil sagen, was du deinem Kind gekauft hast, damit ich neidisch vielleicht drauf bin? Nike, Adidas. Nike? Was denn Nike? Bist du doof? Ja, du sagst Nike, was denn? Nike! Nike, das Hütchen. Nike und Adi, das kriegst du in der Türkei auch für 5 Euro, also ist auch nichts Besonderes jetzt. Also. Wow, also, da weiß man ja, wo du deine Markenklamotten kaufst. Ja, ist ja nicht schlimm, ist ja doch das Gleiche. Das Geld reicht ja nicht aus, wenn man lieber für ein überteuertes Handy ausgibt. Zweimal überteuertes Handy. Na, freu dich, ein Butterkeks. Ich esse gerne Butterkeks. Ist nicht gut für den Oberkörper. Ist nicht mein Problem. Ja, ist ja auch nicht, ich will dich ja auch nicht heiraten. Dich heiraten würde, da würde ich mir lieber freiwillig mir die Kugel geben. Oder vielleicht eine Zigarette nochmal jetzt rauchen, während das Kind schläft, oder? Geht dich einen Scheißdreck an. Warum? Es dich einen Scheißdreck angeht. Ja, aber jetzt mal nochmal so, also ich merke schon, du bist trotz dessen, dass du sehr wenig verdienst, bist du echt materiell, kann das sein? Nein, ich spare wenigstens drauf hin. Für was sparst du denn drauf hin? Ich gebe insgesamt mehr Geld für mein Kind aus. Ich gebe mindestens im Monat 400 Euro für mein Kind aus. Also ja, sag mal nicht hier, ich kann mir nichts leisten. Ja, 400 Euro für dein Kind und 400 Euro fürs Rauchen, oder? Nee. Wie viel gibst du denn für Zigaretten aus? 30. Was 30? Ja. 30 Euro im Monat? Ja. Warum lügst du? Weil es so ist. Okay, wie viel verdienst du noch mal? 1200 war das, ne? 1,5. Na und, das wäre
mehr wie du überhaupt kriegst. Ich kriege, mit deinen ich kriege 1400 Euro vom Amt. Du kriegst niemals 1400 Euro. Hallo Mädchen, guck mal. Erzähl nicht so ein Bullshit. Hol mal bitte jetzt mal deinen Taschenrechner raus, okay? Wir rechnen das jetzt einmal durch, okay? Guck mal. iPhone 8 hat ja keine Tasche. Guck mal, ich hol jetzt meinen Taschenrechner raus, okay? Guck mal. Der normale Regelsatz hier in Deutschland jetzt ist 563 Euro. Stimmt's oder stimmt's? Eva. Was? 563 Euro ist doch der normale Regelsatz, oder? Ja. Okay, plus. Meine Miete ist 722 Euro. Ist aber schon abgezogen, also kannst du nicht sagen, dass du das dazu kriegst. Ach ja, oh mein Gott, wer zahlt denn deine Miete nochmal? Die bezahle ich selber. Ja, also. Ist doch dann das Gleiche. Du musst deine Miete doch auch abziehen. Beziehungsweise habe ich ein eigenes Haus und ein eigenes Grundstück. Das was warte mal ganz kurz. Warte mal. Guck mal, ich will dir das nur einmal nochmal durchrechnen. Guck mal, 563 Euro ist meine Miete. 722 Euro ist meine Miete, sind 1285 Euro. Plus 20 Euro GEZ, die bezahlt werden. Plus, wenn man Heizkosten plus, ich habe noch mehr Bedarf, bist du bei ca. 1400 Euro. Klar, wird meine Miete abgezogen. Aber du hast doch 1500 Euro. Okay, wie viel ist deine Miete im Monat? Ich zahle keine direkte Miete. Ich zahle Grundstückssteuer. Ja, wie viel denn? Jeden Monat? 500? 500. Das heißt, die bleiben am Ende... Beziehungsweise sind wir zwei Verdiener im Haus. Herr, gestern hast du doch gesagt, du bist Single. Jetzt bist du auf einmal verheiratet. Ich bin alleinerziehend, ja, aber ich lebe mit meinem Partner zusammen im Haus. Hä? Ich bin alleinerziehend und schlafe mit meinem Partner in einem Zimmer. Wie geht das denn? Ich habe mein Kind in die Beziehung mitgebracht. Hä? Ich verstehe gerade gar nichts. Warte mal, Leute. Ich verstehe gerade gar nichts. Ja, weil du wahrscheinlich hier vom Kindermachen keine Ahnung hast. Hä, wie? Also du hast ein Kind? Also hast du Patchwork-Familie? Was? Ja, ich habe ein Kind aus einer alten Beziehung mitgebracht, ja. Moment. Okay. Klar, Sonnenblume, das ist noch alleinerziehend. Wenn der Partner nicht eingetragen ist als Vater, dann ist man alleinerziehend. Ist okay. Ist kein Problem. Du hast 1500 Euro netto. Das ist schon sehr erbärmlich. Minus 500 Euro Grundstücksmiete. Das heißt, die bleiben noch 1000 Euro. Wie kommst du zur Arbeit? Tank, dies, das? Wie kommst du dahin? Ich arbeite im Ort. Ich habe keine Kilometerzahl. Ach, arbeitest du im Schlafzimmer oder wie? Nö. Die Arbeit ist fast zwei Straßen weiter. Ja, aber warte mal ganz kurz. Ich check das gerade. Guck mal. Du hast gerade gesagt, du zahlst Grundstückssteuer, aber die zahlt man doch einmal im Jahr. Die zahlt man doch nicht jeden Monat. Also, ja, zahlt man nicht. Ne, Grundstückssteuer zahlt man einmal im Jahr. Klar, zahlst du die schon monatlich. Ne. Klar. Nee, das stimmt nicht. Na klar. Bei der Grundstückssteuer handelt es sich um eine jährliche anfallende Steuer, die auf das Eigentum von Grundstücken auf eine jährliche anfallende Steuer. Also erzähl uns mal jetzt, wo ist jetzt... Das kommt drauf an, in welchen Landkreis du wohnst. Okay, dann nehmen wir doch mal den Landkreis, dann google ich das. Kannst ja mal selber googeln. Mein Ort steht ja drin. Ach, Leute, das Geilste ist sogar, die Lüge haben wir sogar auf YouTube. Ey, eine Grundstückssteuer, 500 Euro jeden Monat, hat sie eine Villa oder was? Einmal im Jahr zahlt man das, bezahlt man nicht monatlich oder quartalmäßig. Genau, quartalmäßig, genau, sie sagt das jeden Monat. Da haben wir schon mal die erste Lüge aufgedeckt. Eva aka Lüge, die Lüge. Jetzt kommen wir zu der nächsten Lüge. Von 1500 Euro bleibt dir wie viel am Ende des Monats übrig? 350. Das geht aber aufs Sparkonto von der Tochter. Ja, guckst du doof, ne? Ich
denke wenigstens zumindest an die Zukunft meiner Tochter. Ja, lachst du, weil du nicht so gut sparen kannst, ne? Weil du lieber teures Zeug für überteuerte Scheiße nicht ausgibst. Ja, ja, Ulmer. Wie du überhaupt in dein Leben verdienen würdest. 300, 300, 300. Ich würde noch nicht mal einen Arbeitnehmer nehmen, so faul, wie du dich präsentierst. Und mit deinen komischen Coaches, die du da gibst, die kannst du voll in die Tonne schmeißen. Stiftest ja Kinder an. Du stiftest Kinder 300 an. 300 Euro. Ich nehme an, die meisten Leute, die hier drin sind alles Kinder, die vom Leben noch keine Ahnung haben. Die nicht wissen, wie das Leben überhaupt richtig läuft. Und du hast genauso wenig Ahnung vom Leben. 300 Euro! Dass du ein riesiger Schmarotzer auf Erden bist, genauso wie der Raccoon oder wie der sich schimpft. Ihr seid die größten Volldeppen hier auf der TikTok-Welt, ehrlich.